So, und schon habe ich die Aufnahme gestartet. Ja, das hast du jetzt nicht mit gerechnet, ne? Es war eine gewisse Ungewissheit, ob du das machen würdest, ja. Geht das jetzt schon so los? Oh, hallo. Hallo, willkommen zu Mighty Magic 6, nicht? Willkommen zum Live It Surreal Dream oder auch eine Smoky Everyday. Das ist der heutige Kurs anscheinend und Rüdiger möchte euch gerne was sagen. Denn Rüdiger meint, diese Mission heißt Nummer 1, Dangerous Snake Block Ride. Und das ist der Dangerous Snake Block Ride. Oh, shit. Willkommen in der Drogenwelt, Rüdiger. Wie fühlst du dich denn heute Abend? Ich fühle mich richtig, als hätte ich mir schon ein paar hier reingezogen. Ne? So fühle ich mich gerade. Also ordentlich Weed gesmoked erstmal und dann mal gucken, was hier so entsteht. Ich hoffe mal, dass wir weiterhin einen ungeminderten Spaß haben werden hier heute Abend. Dass wir weiterhin richtig Laune hier haben werden, weißt du? Das hoffe ich auch, auf jeden Fall. Rüdiger. Das würde mich ungemein freuen. Rüdiger. Geh da hin. Okay, ich gehe schon. Alter, ich habe voll Angst vor den Viechern hier. Ich glaube, ich mach die erstmal platt. Tja, Rüdiger, dann mach sie doch. Ich finde übrigens, sie sehen aus wie der Kopf von den Spinnengegner, von den Spinnenboss, so ein bisschen. So ein bisschen. So, als hättest du einfach nur den Spinnenkopf da eben halt. Naja. Ich glaube, ich weiß, warum ich Angst vor ihm hatte. Ne? Ja, das ist richtig geil gegen diese Kämpfe, merke ich gerade. Rüdiger, wenn du es nicht zufällig nicht herausfindest, weiß man nämlich nicht, wie man die besiegen muss. Und soll ich dir sagen, wie du die besiegen musst? Och nö, ich will es schon rausfinden. Spätestens bei den 100 Münzen werde ich es ja machen müssen. Ja, das lohnt sich schon, die umzurühren. Hast du recht, ja. Dachte ich mir. Also ich, wie gesagt, sie sehen für mich echt aus wie Spinnenköpfe einfach. Also egal, du kannst ja auch erstmal deinen Weg des Lebens gehen. Ja, schau dir doch mal an, was da passiert ist. Im Ernst, eine grüne Schlangenblockpflanze. Ich bin immer noch total geschockt, Alter. Ich muss daran immer an diese Zuckerstangen aus Yoshis Story denken, wenn ich solche Missionen vor mir... Oh, das war ein bisschen zu früh anscheinend. Aber das kam tatsächlich da unten wieder raus. Es bleibt ein ungelüftetes Geheimnis, wie diese Dinge fungieren. Okay. Und da hoffe ich einfach mal... Wieso reagieren sie jedes Mal anders, oder? Nein, es ist wirklich so, ich meine nur so von der Art und Weise, wie es funktioniert, ist dieses Land nicht schön. Man hat keine Ahnung, was hier überhaupt irgendwas darstellen soll. Und besonders die Pilze, auf die du jetzt raufspringen wirst, sehen doch schon fast aus, als hätten wir einfach die Grafik da drauf vergessen. Aber es ist nicht so. Denn eigentlich sind sie genauso, wie sie sein sollten. Und zwar sind sie lila-schwarz. Denn es ist ja... Es sieht schon fast so aus, als wären sie ungemacht, weißt du, aber dabei hat er sich, glaube ich, Mühe gemacht, damit er das richtig macht. Was soll man machen? Mich erinnert es mehr so an deine Thumbnails, irgendwie so die ganze Farbgebung hier. Ist halt echt immer Farbe umkehren, es ist immer Bild. willst du damit sagen, dass das vielleicht der Heimatort meiner Thumbnails ist? Vielleicht, ich würde es nicht ausschließen, wenn ich das hier so sehe. Das war wieder zu früh, oder? Was? Moment, wo geht das jetzt? Wo muss ich denn jetzt hin? Das weiß ich nicht, Rüdiger. Folgt doch einfach deinen lustigen Kästchen. Dieser Schlange folgen ist der Sinn. Aber was ich dazu sagen muss, unten drunter. Unten drunter musst du gehen. Und schon schaffe ich es nicht mehr. Alter, warum? Warum fetzt du? Wie du geschnitten hast, richtig kurz vorm Aufhören, so nein. Und dann hast du das so weggekippt. Wieso? Und, Rüdiger, ich fand das ungerechtfertigt, dass du das da gerade in dem Moment weggemacht hast. Also ich finde ja. Wieso warte ich nicht einfach? Oh mein Gott! Ey, das geht, aber auch. Theoretisch hätte ich da echt warten können, bis das wieder rauskommt. Ich glaube, das mache ich jetzt auch einfach, weil dieses. Mal drüber nachdenken. Du bist ja völlig ungeschützt vor dieser Hand, weißt du? Das ist das Problem an der ganzen Sache. Weißt du, wäre das alles nicht so wild. Du musst einfach mal drüber nachdenken. Du meinst, ich bin ungeschützt? Oh, du bist ungeschützt, ja. Und deshalb kommst du da auch nicht ungeschoren davon. Ah, okay. Das ist das Problem, ne? Das ist zum Henke, was machen wir eigentlich mit dem Ungekaunten? Ja, ich finde das voll witzig. Ich finde, wie oft der wohl Bing machen muss, ey, das ist schon lustig, weißt du? Es tut mir auch echt leid, dass ich dir die Arbeit mache, ne? Aber es muss sein, Rüdiger. Du bist hier in Limit Surreal. Ich habe keinen Bock, das zu schneiden. Ja, was willst du denn machen, Rüdiger? Du kannst den Muster schneiden. Also, es gehört damit zu, weißt du? Du darfst nicht immer so faul sein. Also, ja, die Zeit ist jetzt vorbei. Jetzt bist du Vater, jetzt kannst du nicht einfach nicht schneiden und editieren. Ja, ich muss ihm Vorbild sein. Muss ja sagen, hier, mein Sohn, so viel Arbeit habe ich mir einst gemacht mit meinen Videos. Ja, manchmal wird es ihm halt ungemütlich im Leben. Und da muss man eben halt auch mit den Konsequenzen rechnen, wenn man die ganze Zeit darüber redet, ne? Genau. Aber immerhin sind wir jetzt gerade ungestört. Oh. Was zum Heck? Wieso kriege ich das nicht hin? Kann man so...
Vielleicht, weil du ungeschult bist. Vielleicht. Wie lange geht das noch? Das ist der Schlangenweg. Jetzt sei doch nicht so ungeduldig. Du bist gleich beim Stern. Ich bin ungeduldig. Das war doch nicht mal Absicht gewesen. Entschuldigung. Oh mein Gott. Das ist Stern 116. Das abonniert schon ein Ja. Okay. Kein Problem. The Bottomless Pit. Was ist das? Die Bottomless. Das ist so bodenlos sieht das gar nicht aus. Ich sehe da einen Boden. Ja, ist er ja auch. Okay, da ist ein Boden. Das ist doch schon mal gut. Also ist das gar nicht so bottomless, wie ich eins dachte. Ja, das ist er so. Da bin ich mal gespannt. Okay, wo muss ich denn überhaupt lang? Ich glaube, ich muss da hinten lang. So, ja. Ihr lasst mich in Ruhe. Ich habe keinen Bock, gegen euch zu kämpfen gerade. Du hast einen guten Instinkt, ja. Alter! Weißt du, so die tolle unsichtbare Wand an der Stelle. Ich hasse sie. Der ist total komisch, unsichtbare Wand, wenn man da hochspringt manchmal. Ich habe eben schon gedacht, das war die Spinne, die mich in der Luft weggecheckt hat. Ja. Oder die Hand. Wieso sag ich Spinne? Es sieht halt echt aus wie eine Spinne. Ich glaube, gegen die Viecher müssen wir mal Ungeziefer Bekämpfung betreiben. Ungeziefer? Das ist mir bisher... Och nö, weißt du? So. Ja, was hast du gesagt? Daran hatte ich noch gar nicht gedacht, an Ungeziefer. Der ist auch irgendwie voll böse einfach. Ja, das ist, weißt du, das ist, ich bin ja ein Experte momentan gerade, wie du schon merkst. Ich mache das sehr gerne. Von daher, aber du fragst dich natürlich, wo ist denn diese Bottomless Pit? Sie war ja auf einem großen Berg gewesen. Und da musst du dich natürlich fragen, ist hier ein großer Berg? Siehst du einen großen Berg? Also direkt vor mir und der leuchtet so komisch. Der leuchtet sogar komisch. Warum leuchtet der überhaupt? Was soll das? So, ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren hier auf diesem Berg. Wir sind ungefähr da, wo wir am Anfang gewesen sind, bevor der Schnitt war. Ungefähr? Ja, ungefähr dort. Ja. Ungefähr, okay. Ja. Gut. Kann aber auch jeder mit ungeschultem Auge sehen, darf ich ja eigentlich. Okay. Oh shit, jetzt sag nicht, wir müssen hier ins Ungewisse springen, ey. Ja, alles klar. Aber ein Sprung ins Ungewisse. Ja, weißt du, wenn du den Stern jetzt nicht holst, dann kannst du davon ausgehen, dass es nicht ungesühnt bleibt und da würde ich ihn mir lieber holen. Okay. Gut. Das ist ein leuchtender Berg, der ein Geheimnis verbirgt, Rüdiger. Das ist nicht ein Geheimnis, Leute. Und ja, schön, wie du da runterfällst. Ich finde das sehr toll, dass du da erst so runterfällst. Klatsch, Alter, voll auf die Fresse, ey. Das ist auch schon ein nicht gut. Das Editieren habe ich dir mal gespart. Das brauchen wir nicht mehr machen. Gut. Ja, und deshalb drehst du dich im Kreis, dem Maru wird an den Fingern heiß. Du drehst dich in den Kreis, dem Maru wird an den Fingern heiß. Ich warte auf diese. Da ist so ein Symbol. Ich vermute mal, dass wir das irgendwie reindrücken müssen. Ja, kannst du mit recht haben. Das ist doch bestimmt ein Button, den ich hier drücken muss. Und ich vermute mal, dass ich es. Push the button to let me know at inne. Kacken inne, kacken kack. Scheiß Lied, ich hasse mich dafür, dass ich sing at inne. Kack me, baby. Okay, ich hör auf. Ich fand das aber sehr gut. Okay. Oh shit, es ist schwarz geworden. Ich hab schon Angst, dass es hier gleich ungemütlich wird für mich, aber anscheinend auch nicht. Ich hatte das schon mit ein paar so böse Blicke von der Seite. Okay, und hier geht's noch weiter runter? Ja. Okay. Sind da noch mehr von den Dingern? Wie viele muss ich denn bitte schön treffen, weil das ist voll schwierig. Tja, also... hier sind keine mehr. Oh, hier unten ist einfach nur schwarzes Loch dann. Okay, also darf ich da nicht reinspringen? Spring doch da rein. Okay. Mach doch. Okay, ich probier's. Also, wenn du das sagst, dann spring ich jetzt einfach mal da rein. Ikusar freut sich, wenn er das. Was? Wieso? Was zum Henker? Ja, was bist du denn für eine Hackfresse? Ja, weißt du, so ungefähr dachtest du dir das gerade. Okay. Da ist wieder. Nicht Goomba. Wow, Durchfall. Weißt du, das ist Durchfall, Rüdiger. Das ist die Definition von Durchfall. Wenn du immer wieder dort rauskommst, wo du gerade reingefallen bist, das ist Durchfall. Ich hab's gerade kapiert. Das ist. Kapiert? Es ist. Deswegen auch bodenlos. Weißt du, auf einmal schwenkt die Kamera um und du siehst nichts mehr. Auf einmal bist du. Wie soll ich denn jetzt, bitteschön, wenn ich nicht sehe, wo ich hinspringen muss, an dann diese ist Platten. Jedes Mal wieder ein Sprung ins Ungewisse, hast du recht. Ja, das ist aber scheiße. Wie soll ich denn so die Sternplatten treffen? Ja, wenn du jetzt nicht gerade deine ganze Ungeschicklichkeit zeigst, dann kannst du vielleicht schauen. Ich habe sogar eins getroffen. Wie cool. Mhm.
Okay. Ja, Rudia, ich hab ja eigentlich nie behauptet, dass du ungeschickt bist. Ne, aber ich bin gar nicht ungeschickt, ne, auf keinen Fall. Das war ein bisschen ungeschickt, okay, das gebe ich zu, aber. Kein Ding. Das ist ja die Frage, wie macht man das am besten? Und wenn ich mal ehrlich sein darf, aus meiner eigenen Erfahrung, als ich diese Mission gemacht habe, ich muss sagen, ich wusste mir auch nicht besser zu helfen, als wirklich versuchen, die Dinger blind zu treffen. Am Anfang habe ich es übrigens auch gar nicht verstanden, was hier abgeht. Also ich musste erstmal 2 bis 3 Mal fallen, bis ich kapiert habe, was hier überhaupt zu tun war. Und als ich dann kapiert hatte, was zu tun war, dachte ich jetzt, es gibt ja irgendwo noch ein Power-Up in der Welt. Entschuldigung für den Spoiler, gibt es nicht. Also falls du nicht da irgendwie wieder rauszukriegen, das kannst du eh nein, nicht. Nein, es gibt kein Power-Up. Ich hasse dich. Es gibt kein tolles Gimmick-Power-Up. Tut mir das echt leid. Das kann doch nicht sein, ey. Ja. Und daher. Ja. Alter. Ja. Was, wieso kann ich mich denn nicht mehr an dem Seil festhalten? Warum du das nicht kannst? Weil das, wenn du weit genug runterrutschst, dann fällt Mario doch auch mal wieder in die Batteln des Pit rein. Das ist auch ein Problem für mich gewesen. Er fällt da rein, lässt das Seil automatisch los und du bist sozusagen wieder in den anderen Konstrukt. Und von da macht das Seil gar keinen Sinn, weil du eh loslassen musst nach einer Zeit. Okay, aber wie soll ich denn bitte schön wissen, wo ich hin muss? Das kann ich dir zeigen. Wenn du da runterfällst, dann fällt dir aber auch auf, so du fällst da rauf, du kannst auch erst noch komplett runterfallen, wenn du willst. Ich springe jetzt einfach mal blind in die Richtung. Ja, aber dann schwenkt die Kamera doch trotzdem und ich... Richtig, und das ist das Problem. Das lass mich doch mal ausreden. Dann okay, Entschuldigung. Auch, wie du das machen kannst. Ich war so, fick alle Leute der Welt. Ich kann mich mal echt am Arsch lecken. Und dann sag ich dir ungelogen, wie du das am besten machen kannst. Okay. Ich würde sagen, fall einfach erstmal runter. Und was ich gemacht habe, ja, das ist auch okay. Was ich nachher gemacht habe, um mich zu orientieren, ist, dass ich irgendwie... Nein, nicht wieder runterfallen. Geh zurück. Dass ich über den Ausgang hier, womit du weiter nach unten kommst, ist über dir ein Seil. Da bin ich mit. Ja, genau, aber noch weiter, genau, da ist gleich an der Kante, genau hier. Und wenn du da hochguckst, dann siehst du das Seil immer halt über dir. Mach jetzt mal die Goombas kaputt. Ja, genau dort an der Kippe ist ein Seil. Und wenn du da mit einer Wandsprungkombination und mit einem Dreifachsprung rangehst, dann kannst du da wenigstens hochklettern und dich ein bisschen orientieren. So habe ich das gemacht. Damit ich da besser rankomme. Weil da waren vor allem. Kann ich doch einen schon mal erreichen, oder? So genau. Von hier unten. Genau, den kannst du so erreichen. Den musst du ja nur berühren, einfach irgendwie. Du musst ja nur genau mit dem Wandsprung irgendwie berühren und dann hast du den schon mal. Aber das ist eben halt. Es ist eine Aufgabe, der sehr schnell klar ist, was zu tun ist, aber ich finde sie trotzdem sehr zäh. Weil es hat einen einfach nur damit zu tun, dass du schon wieder die Kamera besiegen musst. Beziehungsweise dieses Klippen, das ist ja ähnlich wie bei Bowsers Treppe, wenn du nicht 80 Sterne hast, dass du dann wieder zurückgesetzt wirst. Das ist derselbe Effekt letztendlich. Mhm. Das Ding ist, es funktioniert nicht gut, weil du eben halt mit diesem Seil runterfällst. Und das Seil, das dir eigentlich helfen soll, das hilft dir da nicht mehr, weil das ist das Seil eben halt. Und das soll dir eigentlich helfen, dich zu orientieren, aber du fällst einfach runter. Dann denkst du, ja, fuck das Seil, ey. Fast so ist es echt schon fast so, als hätte das der Kasi echt ungeprüft gelassen. Jetzt ist, mein Problem ist halt echt, dass mitten im Sprung, wenn du abspringen willst, dass da auf einmal die Kamera auf einmal schwenkt. Das ist das Bescheuerte an dieser Mission. Das ist das Schlimmste daran. Das ist schon richtig. Naja. Also ich darf nicht komplett gegen die Wand, aber ich muss irgendwie... Und das ist der Moment, wo ich nicht genau weiß, wie soll ich noch an die Wand nah rankommen, in dem Moment, wo die Kamera schwenkt. Wie muss ich in dem Moment reagieren? Aber es ist ja nicht nur die Kamera, die schwenkt, sondern Marios Physik wird auch komplett verändert, weil er auf einmal... ich weiß nicht. Das war nicht schlecht. Der macht total merkwürdige Sachen einfach. Ja. Weil es ist sehr, ja genau, das ist ja nicht nur einmal schwenken, es ist zweimal schwenken. Und ich habe das eben halt, ganz ehrlich... Lass dich nicht nervös machen von dieser Mission. Ich habe daran auch recht lange gehangen. Mhm. Wo ich dann auch also genau so. Ich habe es auch nur mit Trial and Error gemacht. Trial and Error. Und bin dann immer so oft gesprungen, bis es eben halt geklappt hat. Und ja. Ich glaube, du hast jetzt auch als letztes dieselbe wie ich übrig hier an der Seite. Ich glaube, du hast jetzt 4, ne? 4 habe ich jetzt, genau. Ja, genau. Und das ist die ich auch als letztes gemacht habe, da hinten an der Ecke. Weil die fand ich besonders schwer zu treffen, da aus dem Winkel hinaus, wenn man da so hinten rechts runterschreibt. Vielleicht hast du ja jetzt Glück am Freitag, den 13. und Christi. Wie ich mich kenne. Ja, es sei denn, die blöde Sternmünze da an der Wand macht sich ungefügig dir gegenüber. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe es auch nicht. Also links. Bin ich nicht eben schon links gesprungen? Rechts. Rechts muss ich jetzt, ne? Genau. Join me, Link. I will make your face the greatest in Corridor, or else you will die.
Und dann so ranzoomen. Das ist doch mal rangezoomter Ganon Face. Das sieht so scheiße aus, mit, ey. Mit den Händen auch so, so richtig so, buch. Ich verstehe auch nicht, wie die Zeichner mit ungestraft davon gekommen sind. Entschuldigung, ich bin heute ziemlich ungebremst, was diese Ungewitze angeht. Das ist furchtbar. Ich einfach den Counter mehr als verdoppelt haben mit dieser Episode. Ich bin ein furchtbarer Mann. Okay. Ja, gut. Play the Ancient Melody. Was ist das jetzt schon wieder? Play the Ancient Melody, when you play the Ancient Old. Wenn du die Ancient Melody spielst, wirst du jetzt echt vor. Ich spiele die Ancient Melody, dann geht es dir echt gut. Denn die Ancient Melody muss erst erfinden, dann wird's echt gut. Diese Aufgabe steht auf zwei Seiten, die du bestehen musst. Die Ancient Melody muss deinen Weg erhören, finde sie zuerst. Und erst dann kannst du die Ancient Melody spielen, Rüdiger. Du wirst die Ancient Melody erkennen, wenn du sie wirklich brauchst. Denn die Ancient Melody, die findet sich hier auf den Bäumen. Aber die Ancient Melody, Rüdiger, die kennst du noch nicht. Weshalb solltest du die Ancient Melody denn jetzt noch spielen? Denn die Ancient Melody, die hast du doch noch gar nicht im Kopf. Also finde die Ancient Melody, Rüdiger, denn sie ist echt alt. Denn die Ancient Melody haben schon damals die Arten gespielt. Denn die Ancient Melody, die versteckt sich da wirklich in einem Portal. Ancient Melody, die Cutscene hat's gezeigt. Die Hände in Ancient Melody, die zeigen ihr den Weg. Lass dich nicht von den Ancient Tanten treffen, sie machen dich los. Denn die Ancient Melody, die frisst dich auf, willst du nicht. Ancient Melody zeigt dich dem Rüdiger, sag ein Bösewicht. Denn die Ancient Melody befindet sich vielleicht hier irgendwo. Mach dich die Ancient Melody froh, Rüdiger, da ist sie im Klo. Denn die Ancient Melody, die macht dich froh, wenn du sie spielst. Wie die Ancient Melody. Die steht hier an der Wand, kannst du sie dir merken? Denn die Ancient Melody, die musst du irgendwann in Bäumen spielen. Denn die Ancient Melody, die musst du dir gut merken, Rüdiger. Ich hab mir damals einen Push gemacht, Rüdiger. Dafür benutzte ich Sherex und machte einen Push-Link. Shit, ich hab gar keinen Push momentan, seit auf dem neuen Rechner. Aber mach dir nichts raus, Rüdiger, ich kenn die Ancient Melody. Sie geht Mitte, 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 unten, Mitte, oben. Die Ancient Melody, die war so simpel zu spielen. Fast mit jeder Melodie Instrument konnte man sie spielen. Mitte, 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 unten, Mitte, oben, Mitte, 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 unten, Mitte, oben, Mitte, 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 unten, oben, Mitte. Scheiße, das war falsch, Rüdiger, spiel die Ancient Melody. So, ist das Mitte? Ist das unten, ist das oben? Ich hab keine Ahnung. Vermutlich ist das Mitte. Bewahre dir gut im Kopf auf, wie hoch die Noten hängen. Denn die Ancient Melody zeigt dir den Weg, die sind nicht gleich hoch. Die Ancient Melody ist unten. Okay, okay. Rüdiger, keine Ungefährlichkeiten mir gegenüber jetzt, ja? Okay, okay, natürlich. Nein, nein, alles gut, alles gut. Ich werde nicht ausrasten. Auch wenn die Mission, die wir gerade gemacht haben, die zweite Stelle überhaupt nicht funktioniert hat, sorry. Weißt du, wenn es nach Bluetooth geht, würden wir sagen, wir sollten auf die Genießbarkeit hier achten. Aber es füllt sich hier gerade so eine Ungenießbarkeit deinerseits. Also das will ich jetzt auch nicht. Du sollst nicht die Ancient Melody spielen. Okay, Entschuldigung. Also das ist auf jeden Fall die Note oben. Jetzt ist die Frage, ist das Mitte? Oder ist das ist Mitte. Ich glaube, das ist unten. Okay, dann müssen wir also Mitte, Mitte, Mitte. Und dann unten. Und dann Mitte und dann oben. So ist sie korrekt, denn die Ancient Melody, die wurde damals schon gespielt. Merkst du, wie einfach die Ancient Melody ist, Rüdiger, die ist so schlecht. Denn die Ancient Melody macht Geräusche, du hast sie verglitscht. Ich habe eben schon kurz befürchtet, ich bleibe im Baum stecken. Ich hätte so gebrüllt. Ja, nicht. So. Ja, die machen auch komische Geräusche, die Noten. Ja, wie die roten Münzen einfach. Ja, ja, irgendwie genau wie die roten Münzen machen sie die Geräusche. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn sie so gezuckt haben und ein Geräusch gehört hast, dann hast du sie einmal gespielt. Ja, die letzte, die ist halt sehr gut zu erwischen. Man muss hier von der Plattform runterspringen. Ikusa, mach dich bereit. Oder auch nicht. Das fand ich jetzt nicht so schwer. Dankeschön.
Rüdiger, du hast die Angel Melody gespielt, du bist echt tapfer, denn die Angel Melody, die hat dich gefunden wie gewollt. Denn die Angel Melody, die hatte sogar eine Umgekaute drin, denn die Angel Melody beinhaltet daneben. Rüdiger. Ja? Das war das Angel Melody Lied. Ich fand das voll cool. Ich glaube, damit beenden wir den Part. Okay. Okay, tschüss.